Willkommen in der Cloud. Hier ist Platz für alle. Der Kunde wollte einen Spot machen, wo es um die Möglichkeiten der Cloud geht. Und wir haben uns für Green entschieden. Der größte Grund war eigentlich, dass wir ein sehr knappes Timing hatten. Wir konnten keine neuen Locations mehr suchen. Und uns war es wichtig, dass wir halt echt ein crispes, cooles Ergebnis bekommen mit schier unendlichen Möglichkeiten. Die Besonderheit von diesem Studio hier ist die, dass wir uns in einer digitalen 3D-Umgebung bewegen können, und zwar in Echtzeit. Also alle Menschen hier am Set, inklusive DOP, Regie, Kunde, sehen quasi diese Komposition aus dem realen Bild und dem virtuellen Hintergrund. Und das ist wirklich eine in Echtzeit gerenderte 3D-Umgebung. Wir bewegen uns ja in 360-Grad-Szenarien, können uns also überall live umgucken, können alles nochmal komplett neu gestalten, inklusive der Beleuchtung. Das ist also, wenn man schnell arbeiten und trotzdem präzise abliefern möchte, ist das eine sehr schöne Sache. Ich kann mir die Couch nehmen, gefällt mir nicht, ich nehme die andere, und alles per Drag and Drop, alles kurz reinziehen, und ich kann am Monitor groß sehen, wie sieht das eigentlich aus. Dann kann sich eine Person ins Bild stellen, ich sehe direkt, wie sieht die Person im Bild aus, passt das Sofa zu den Klamotten, die wir ausgesucht haben. Also besser geht's gar nicht, die Abstimmungswege, das ist wirklich super gewesen. Die Virtualität verhält sich im Prinzip genauso wie die echte Welt, da ist ein Meter, und so haben wir dann auch bei diesem Gang, den der Henning macht, von dem Tresor hinunter einfach digital ausmessen können, wie hoch ist denn der Tresor. 32 cm, wir haben eine 32 cm Box gebaut, die dahingestellt, genau an die Stelle, wo der Tresor stehen würde, und die Illusion war perfekt. Bei einer Virtual Production gibt es eigentlich keine großen Einschränkungen, was die Kameraarbeit angeht. Ich kann zoomen, ich kann fokussieren, ich kann mich frei bewegen, ob das jetzt ein Kran, ein Dolly ist oder Handheld. Und ich kann zum Beispiel den Fokus zwischen realen und digitalen Elementen hin und her ziehen. Das ist halt das Spannende gewesen an diesem ganzen Spot, dass man eigentlich gar keine Grenze hatte, sondern die Grenze war das, was man sich vorstellen kann, und ab dafür. Cool. Finde ich auch.